Der deutsche Schäferhund war ursprünglich ein Hütehund. Noch heute kann man das an seinem Namen erkennen. Schäfer und Bauern waren die Züchter und ihr Zuchtziel war der treue und fleißige Arbeitsgehilfe. Ausdauer, Mut und Härte machten ihn zu einem vielseitig verwendbaren Gebrauchshund. Der Verein für deutsche Schäferhunde stellt deshalb als Hauptforderung an seine Züchter: Der deutsche Schäferhund muss auch weiterhin als Gebrauchshund gezüchtet und gehalten werden. Und diese Kleinen haben die besten Aussichten, einmal große Schäferhunde mit all jenen Eigenschaften zu werden, die bei einer gewissenhaften Zucht und Haltung zu erwarten sind. Dadurch werden die Voraussetzungen für den Fortbestand und die Weiterentwicklung dieser als Gebrauchshund weltweit geachteten Hunderasse geschaffen. Um den zu hohen Leistungen veranlagten deutschen Schäferhund als Gebrauchshund zu erhalten und züchterisch noch zu vervollkommnen, wurde der Rassestandard des deutschen Schäferhundes festgelegt, der die körperliche Beschaffenheit und die Wesens- und Charaktereigenschaften beschreibt. Aus laienhafter Sicht müsste es eigentlich genügen, dass für alle Verwendungsmöglichkeiten der Hund nur aussieht wie ein Schäferhund. Warum dieses Aussehen allein nicht genügt, der Hund vielmehr die anatomischen Voraussetzungen mitbringen muss, um diese Leistungen zu erreichen, wird dieser Film zeigen. Es ist die Aufgabe der Zuchtrichter und Chörmeister, aber auch der Züchter, sich den Hund genau anzusehen und zu beurteilen. Die Schwierigkeiten bei der äußeren Beurteilung liegen darin, dass den Augen des Betrachters viele Details des Skeletts durch die Decke und die Muskulatur verborgen sind. Die Muskulatur muss straff, trocken und gut ausgeprägt sein. Voraussetzung für kräftige, lange Muskeln mit viel Hubhöhe bietet das anatomisch korrekte Skelett. Kräftige Knochen, die harmonisch zusammenpassen, bilden das Knochengerüst. Beim gut aufgebauten Hund stehen sie im richtigen Verhältnis, und zwar in Lage und Länge zueinander. Kräftige Knochen und straffe Muskulatur bilden die Voraussetzungen für gute Leistungen. Nicht nur Rüden sind für die Zucht entscheidend, sondern auch kraftvolle, wesensfeste Hündinnen, denn sie gelten als die Trägerin der Zucht. Bei dem hohen Stellenwert der Leistung stellt sich die Frage, warum überhaupt eine Schönheitsbewertung, wenn es doch nur auf die Leistung ankommt? Die Antwort lautet: Schäferhundzucht ist Gebrauchshundezucht. Und die von einem Schäferhund erwarteten Leistungen kann der Hund am wirksamsten erbringen, wenn er die in den Rassekennzeichen geforderten Eigenschaften besitzt. Wiederholung des Sprunges in Zeitlupe. Achten Sie auf die Belastung des Hundes bei einem Hürdensprung. Kraftvoller Absprung durch die Hinterhand. Starke Belastung der Vorhand beim Aufkommen des Hundes. Solche Belastungen erfordern eine Ausgewogenheit in der Anatomie. Diese Voraussetzung berücksichtigt der Rassestandard des SV, der weltweit Geltung hat. Der deutsche Schäferhund gehört zu den mittelgroßen Rassen. Die ideale Widerristhöhe beträgt 63 bis 64 cm für Rüden und 58 bis 59 cm für Hündinnen. Der Hund soll leicht gestreckt, das heißt im Rumpf etwas länger als die Widerrüsthöhe sein.
Die Brusttiefe soll etwa 45% und die Laufknochen etwa 55% der Widerristhöhe betragen. Der Kopf soll der Körpergröße und dem Geschlecht entsprechen. Die Stirn ist von vorn und von der Seite gesehen nur wenig gewölbt. Der Oberkopf umfasst etwa 50% der gesamten Kopflänge. Der Fang ist kräftig. Die Lippen sind straff, trocken und gut schließend. Der Schäferhund hat ein Scherengebiss. Die Schneidezähne greifen scherenartig übereinander. Das vollständige Gebiss hat 42 Zähne, 20 im Oberkiefer und 22 im Unterkiefer. Die Ohren sind mittelgroß, am Grund breit und hoch angesetzt. Sie laufen spitz aus und sind mit der Muschel nach vorn geöffnet. Die Farbe der Augen ist dunkel. Sie sind mandelförmig, etwas schräg liegend und sollen nicht hervortreten. Der Hals soll kräftig, mit gut entwickelten Muskeln und ohne lose Kehlhaut sein. Die knöcherne Grundlage bilden 7 Halswirbel. Der Rücken muss gerade und kräftig entwickelt sein. Er wird von 13 Rückenwirbeln gebildet. Die Lenden sollen breit, kräftig, gut bemuskelt und gerade sein. Es gibt 7 Lendenwirbel, die fest miteinander verbunden sind. Die Kruppe soll lang sein und im Winkel von ca. 23 Grad leicht abfallen. Sie wird gebildet vom Darmbein, 3 Kreuzbeinwirbeln, der Muskulatur und der Decke. Die Rute reicht im knöchernen Teil mindestens bis zum Sprunggelenk und soll nicht über die Mitte des Hintermittelfußes hinausragen. Sie wird von 18 bis 23 Wirbeln gebildet. Die Hinterhand muss kräftig und gut bemuskelt sein. Der Oberschenkel ist am oberen Ende über das Hüftgelenk mit dem Darmbein und am unteren Ende über das Kniegelenk mit dem Unterschenkel verbunden. Der Hintermittelfuß ist kräftig. Er ist durch das Sprunggelenk mit dem Unterschenkel verbunden. Der Hund soll leicht rückständig stehen. Das Schulterblatt ist schräg gestellt, in einer Neigung von ungefähr 45 Grad und liegt flach am Widerrist an, der von den Dornfortsätzen der ersten Rückenwirbel gebildet wird. Der Oberarm schließt sich etwa im rechten Winkel an. Das Schulterblatt und der Oberarm bilden, im Buggelenk verbunden, die Schulter. Es folgen das Ellenbogengelenk und der Unterarm. Dieser ist durch das Vorderfußwurzelgelenk mit dem Vordermittelfuß verbunden, in einem Winkel von ca. 22 Grad. Die Brusttiefe beträgt ca. 45% der Widerristhöhe. Die Unterbrust muss möglichst lang sein, um den inneren Organen genügend Raum zu bieten. Die Rippen sind leicht gewölbt. Es gibt 9 echte und 4 falsche Rippenpaare. Die Front ist gerade. Die Pfoten sind rund, kurz, gut geschlossen und gewölbt. Die Nägel kurz, kräftig und von dunkler Farbe. Der deutsche Schäferhund ist ein Traber. Er muss fähig sein, lange Strecken mit geringstem Kraftaufwand zu traben.
Voraussetzung dafür ist ein dem Standard entsprechender anatomischer Aufbau, verbunden mit trockener und kräftiger Muskulatur. Der Mitteltrab ist die natürlichste Fortbewegungsart des Schäferhundes. Voraussetzung für raumgreifende Schritte ist die richtige Winkelung der Gliedmaßen. Nur durch eine richtige Winkelung der Hinterhand treffen die Hinterläufe auf die Trittsiegel der Vorderläufe oder sogar noch davor. Der Traber nimmt in der Bewegung eine annähernd waagerechte Haltung ein. Die durch die Hinterhand eingeleitete Vorwärtsbewegung wird über Kruppe und Rücken auf die Vorhand übertragen. Deshalb sind Länge und Lage der Kruppe und ein kurzer, straffer Rücken für einen guten Traber von großer Wichtigkeit. Richtig gewinkelte Hinterhand und breite, gut bemuskelte Keulen befähigen den Hund zu einem kraftvollen Schub. Der Vorhand kommt die Aufgabe zu, die Bewegung nach vorn zu vollenden und den Körper aufzufangen. Entscheidend für größtmögliche Schrittweite ist die richtige Länge und Lage von Schulterblatt und Oberarm. Wirksamer Nachschub und freier Vortritt sind Voraussetzungen für fließende, raumgreifende Gänge. Wie sieht der Bewegungsablauf ohne Decke und Muskulatur aus?
Fehler in der Anatomie beeinträchtigen den harmonischen Bewegungsablauf. Zum Beispiel: Mängel im Verlauf des Rückens unterbrechen die Linie, auf der die Energie des Vorwärtsschubs weitergeleitet wird. Der weiche Rücken wirkt wie ein Puffer. Der Hund hat keine Linie und fällt auf die Vorhand. Einschränkungen in den Winkelungen beeinträchtigen die Schrittweite. Die weiteren Gangarten des Schäferhundes sind Schritt, Lob und Passgang. Der Schritt ist die langsamste Gangart. Der Hund hat immer drei Beine auf dem Boden. Er beginnt die Bewegung damit, dass er zuerst den Hinterlauf vorschiebt und dann den Vorderlauf hebt und vorsetzt. Der Übergang von Trab in Galopp ist fließend. Der Galopp ist die schnellste Gangart. Er kann aber nur kurz durchgehalten werden. Beim Galopp handelt es sich um eine gesprungene Gangart, um ein mehr oder weniger schnelles Aufeinanderfolgen von Weitsprüngen. Der Pass ist die normale Gangart der Giraffe und des Kamels, während er beim Schäferhund fehlerhaft ist. Beim Passgang werden das Vorder- und Hinterbein der gleichen Seite zusammen vorgesetzt. Für den einwandfreien Bewegungsablauf sind außerdem noch die Stützlinien von Wichtigkeit. Stützlinien sind gedachte Linien, die senkrecht zum Boden laufen. Nicht korrekte Stützlinien verlagern den Schwerpunkt des Hundes und daraus ergibt sich eine ungünstige Verteilung der Körperlast. Bei nicht geradem Verlauf der Stützlinien wäre die Abfederung der Gliedmaßen bei den verschiedenen Gangarten ungünstig beeinflusst. Wie man sieht, laufen die Stützlinien senkrecht durch die Gelenke. Eine gerade Knochenbildung ist Voraussetzung für einen sicheren Stand und eine einwandfreie Bewegung des Hundes. Der Schäferhund soll deshalb korrekte Linien haben, weil er nur dann fähig sein kann, lange Zeit zu stehen und ausdauernd zu traben. Dieser Hund steht hackeneng. Seine Stützlinien sind nicht gerade. Er steht und geht nicht korrekt.
Sein Gang ist deshalb kreuzend und schwankend. Bei zu schmaler Brust werden die Ellenbogen angedrückt und der Vordermittelfuß nach außen gedreht. Er geht und steht zehenweit. Im Gegensatz dazu ein in Stand und Gang gerade tretender Hund. Seine Stützlinien sind korrekt. Die Überprüfung der Anatomie erfolgt auf den Zuchtveranstaltungen. Hierzu hat der Verein ein Schema vorgegeben, nach dem der Hund beurteilt und bewertet wird. Es beginnt mit der Überprüfung der Zähne. Die Tätowiernummer im rechten Ohr. Die Hodenkontrolle. Es folgt die Beurteilung der Größe, der Knochenkraft und des Gebäudeverhältnisses von Höhe zu Länge. Anschließend werden beurteilt Kopf, Widerrist, Rücken und Kruppe sowie die Winkelungen und Brustverhältnisse. Aus der Sicht von vorne die Korrektheit der Front. Die Gangwerksüberprüfung umfasst die Beurteilung der Schrittfolge von hinten, von vorn und den Trab. Für die Beurteilung des Trabes sind die Schrittweite und die Gesamtfestigkeit von Bedeutung. Ein weiterer Blick gilt den Ohren und der Rutenhaltung. Im Urteil sind die positiven und negativen Einzelkriterien zu erfassen. Das Abwägen dieser Einzelkriterien führt zu einem Gesamturteil, dessen Ergebnis die Zuchtbewertung ist. In der Hauptgeschäftsstelle des SV in Augsburg werden alle Bewertungen von Zuchtleistung und Körung registriert. Daneben sind eine Menge von administrativen Arbeiten zu erledigen. Etwa 60 Mitarbeiter sind für die vielfältigen Aufgaben in der Geschäftsstelle tätig. Rittmeister von Stefanitz gründete 1899 den Verein für deutsche Schäferhunde. Er legte als erster den Rassestandard des deutschen Schäferhundes fest, der noch heute gültig ist. Sein Werk zu erhalten, ist die Aufgabe aller SV-Mitglieder. Zu seiner Zeit wurden die Stammbäume noch mit der Hand geschrieben. Die wichtigste Aufgabe der Geschäftsstelle ist das Führen der Zuchtbücher, in denen die Wurfmeldungen von allen eintragungsfähigen Schäferhunden vermerkt werden.
Die heutige Form der Ahnentafel ist das Rasse-Echtheitszertifikat, das vom VDH und der FCI weltweit anerkannt ist. Einen züchterischen Fortschritt brachte die Körung, die 1921 eingeführt wurde. Nach dem handgeschriebenen Stammbaum der Gründerjahre wird heute mit Hilfe moderner Technik Datenmaterial gesammelt, das für die Zucht leicht auswertbar ist. Über die SV-Zeitung versorgt der Verein die Mitglieder in aller Welt mit den neuesten Nachrichten und Informationen. Die Höhepunkte im Vereinsleben sind die jährlichen Hauptveranstaltungen. Das Bundesleistungshüten zeigt den Hund bei seiner ursprünglichen Arbeit bei der Herde. Besonders geforderte Eigenschaften des Hütehundes sind Ausdauer, Arbeitsfreude, Härte und Führigkeit. Die wichtigste Aufgabe des Hundes ist, die Herde zusammenzuhalten und die angrenzenden Äcker zu schützen. Nur wenige Hunde verrichten noch die Arbeit bei der Herde. Um die Eigenschaften des Schäferhundes zu erhalten und weiter zu fördern, wurden die Leistungsprüfungen geschaffen. So. Nach regionalen Ausscheidungen stehen auf der Bundessiegerprüfung die besten Hunde im Wettbewerb um den Siegertitel. Es werden die Leistungen beurteilt, die Voraussetzung für die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des deutschen Schäferhundes sind. Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst. Während früher der Hund das verloren gegangene Schaf suchte, spürt er heute den Gegenstand auf. Um die Gewähr zu bieten, dass bei künftigen Generationen der Gebrauchswert erhalten bleibt, ist es logisch, dass von jedem Zuchttier eine erfolgreich bestandene Schutzhundprüfung verlangt wird. Bei der Fährtenarbeit wird der Geruchssinn getestet und bewertet. Eine Beurteilung, verbunden mit einer Wertnote, vergibt der Richter nach Abschluss der Übung. 95% der von den Behörden eingesetzten Diensthunde sind deutsche Schäferhunde. Die konsequente Erfüllung der von Stefanitz aufgestellten Forderung Schäferhundzucht ist Gebrauchshundezucht führte dazu, dass der Hund mit seinen vielseitigen Eigenschaften als Gebrauchshund einsetzbar ist. Er findet nicht nur Verwendung bei der Polizei und beim Zoll, sondern auch als Blindenhund, Lawinenhund und Rettungshund und vor allem als Schutzhund und Freund der Familie. Bei der Unterordnung werden wie beim Dienst an der Herde Arbeitsfreude, Kondition, Schnelligkeit und Gehorsam verlangt und bewertet.
raus. Beim Schutzdienst werden die Eigenschaften Härte, Mut, Kampftrieb und Führigkeit gefordert. Voraussetzungen für den Gebrauchshund. Ein leistungsfähiger Schutzhund mit natürlichem, ausgeglichenem Wesen ist das Zuchtziel des Vereins. Hier wollen wir zum Ausdruck bringen, dass die Leistung des deutschen Schäferhundes in den Mittelpunkt unserer weltweiten Zucht- und Ausbildungsbestrebungen gestellt wird. Mit dieser Bundesligaprüfung und internationalen Meisterschaft will der SV die vielseitige Einsatzmöglichkeit und das Leistungsvermögen unserer Hunde einem kritischen und sachverständigen Publikum vorstellen. Bei allen Veranstaltungen wird auch der menschliche Kontakt innerhalb der großen SV-Familie gepflegt. Führigkeit und Arbeitsfreude sind aber hier keine Kriterien. Unterhaltung, Tanz und ein wenig Show dürfen bei aller Arbeit nicht zu kurz kommen. Dies kann recht erfrischend sein. Keine Show, sondern intensive gemeinsame Arbeit in den Orts- und Landesgruppen führen zum Erfolg. Das größte Teilnehmerfeld und die meisten Besucher aus dem In- und Ausland kommen zur jährlichen Siegerschau. Bei der Vielzahl der sehr gut gebauten Tiere müssen Vor- und Nachteile miteinander abgewogen werden, um eine Rangfolge aufzustellen. Nach der Standmusterung und der Beurteilung der Ganganlagen werden die Hunde der Qualität nach eingestuft. Kehrt. Eine weitere Voraussetzung für eine hohe Zuchtbewertung ist ein sicheres, ausgeglichenes Wesen, verbunden mit ausgeprägtem Kampftrieb. Nachkommengruppen. Die Nachkommengruppen haben für den Züchter einen hohen Aussagewert. Sie zeigen die Vererbungskraft des jeweiligen Vatertieres. Bewertungskriterien sind Typ, Gleichheit zum Vater, Ausgeglichenheit der Gruppe und Qualität der Einzeltiere. Am nächsten Morgen, der entscheidende Tag. Gute Körperpflege weckt neue Lebensgeister. Perfekt. Mit der Gangwerksprobe beginnt die entscheidende Phase. Tausende von Zuschauern aus vielen Ländern verfolgen in den verschiedenen Ringen das Richten. Anatomie und Geschlossenheit
verbunden mit bester Kondition und Lauffreude, sind die Grundlage für das Urteil. Sonderbriefmarken unterstreichen die Bedeutung der Sieger-Hauptzuchtschau. Inzwischen ist das Richten in der Gebrauchshundklasse Hündinnen beendet. Es werden die Siegerin und die Auslesegruppe vorgestellt. Erhalten die ersten 9, die Note vorzüglich Auslese. Das Richten der Gebrauchshundklasse Rüden ist in der Endphase. Am Schluss werden Sieger und Ausleserüden bekannt gegeben und vorgestellt. Der vorjährige Jugendsieger und Mannschaftsführer. Bei der Bewertung der Zuchtgruppen kommt es auf eine weitgehende Einheitlichkeit an. Dabei sollen die Tiere aus möglichst verschiedenen Elternpaaren stammen. Mit seiner Gruppe verdeutlicht der Züchter sein Streben nach dem Zuchtziel des Vereins. Die Internationalität der Veranstaltung findet ihren Ausdruck durch den gleichzeitig stattfindenden Kongress der WUSV. Diese Weltunion der Schäferhundverbände vereinigt über 40 Mitgliederländer aus allen Erdteilen. Über Fragen der Aufzucht, Haltung, des Standards und der Blutlinien des deutschen Schäferhundes wird referiert und diskutiert. Ich darf sagen, dass die Zucht für die Zukunft, gerade im Hinblick auf das Zuchtmaterial, was wir hier in Deutschland haben, unbedingt hier auch blutlinienmäßig als gesichert anzusprechen ist, denn der Blutaufbau unserer Zucht ist in den letzten Jahren bewusst sehr breit gehalten worden und wir haben auch die Absicht, künftighin auf dieser Blutbasis aufzubauen mit neuen angelehnten Blutlinien, die auch sicherstellen, dass die Vererbungskraft unserer Zuchttiere so gestaltet wird und gestaltet ist, dass sie anatomisch in erster Linie ein hervorragendes Trabergebäude, ein Gebrauchshundegebäude bringen, in dem aber auch ein Wesen enthalten ist, das sicherstellt die Vielseitigkeit im Einsatz des deutschen Schäferhundes. Gemeinsames Ziel der WUSV-Länder ist es, den hohen Standard in der Zucht des deutschen Schäferhundes weltweit zu erhalten und noch zu verbessern. Maßstab für die Beurteilung ist immer die Verwendungsmöglichkeit als Gebrauchshund, denn seine eigentliche Schönheit liegt in der Zweckmäßigkeit. Wir wollen den umgänglichen, führischen, wesensfesten, harten Gebrauchshund. Nur der Hund, der anatomisch einwandfrei aufgebaut ist, wird ausdauernd und scheinbar mühelos traben können.